Nahezu jeder redet von Industrie 4.0 und Big Data. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was das für Ihre Anlage bedeutet? Immer mehr Anwendungen senden Daten über das Anlagennetz an bestimmte Server. Das können Qualitätsdaten sein für Ihre Berichtspflicht oder auch hochauflösende Videobilder zur Qualitätssicherung Ihrer Prozesse. Die Folge: immer mehr Daten müssen übertragen werden. Doch welche Auswirkung hat dies auf Ihre Kommunikationsnetze? Sie werden komplexer und es könnte zu Engpässen kommen. Klar ist, die Profinet-Kommunikation mit den IO-Daten ist sichergestellt. Aber Ihnen ist auch Ihre TCP/IP-Kommunikation wichtig. Im Umgang mit dieser Herausforderung hilft Ihnen der Siemens Network Planner, SINET-Plan. Bereits während der Planungsphase können Sie Ihre Anlage simulieren und berechnen. Dadurch erhalten Sie Transparenz und wissen genau, was in Ihrer Anlage los ist. So lassen sich Probleme während der Inbetriebnahme oder sogar im laufenden Betrieb vermeiden. Anhand eines Beispiels zeige ich Ihnen, wie einfach und schnell Sie eine Simulation mit SINET-Plan durchführen können. Wir starten hier ein neues Projekt. Zum einen hätte ich jetzt die Möglichkeit, hier ein STEP7-Projekt zu importieren. Oder in unserem Fall verwenden wir ein Beispielprojekt, welches wir jetzt laden. Hier habe ich das Projekt My First SINET-Plan Projekt vorbereitet. Hier können wir nun sehen, zum einen hier die Topologieübersicht mit allen angeordneten Geräten. Auf der rechten Seite die verschiedenen Kataloge und im unteren Bereich die ganzen Details zu der Topologie. Das heißt, zum einen sehe ich hier die Geräteübersicht und ich sehe auch alle importierten Datenflüsse aus meinem Projekt hier. Im ersten Schritt wollen wir einfach dieses Projekt einmal simulieren. Die Simulation kann hier oben mit diesem Icon gestartet werden. Als Ergebnis sehe ich hier in der Informationslasche nun die Information, dass alle Ports und auch Verbindungen unterhalb der eingestellten Schwellwerte liegen. Ich kann nun auf die Ergebnislasche wechseln und sehe die einzelnen Werte der Warteschlangenauslastungen oder auch der Verbindungsauslastungen. Als nächstes fügen wir nun eine sogenannte Non-Real-Time-Kommunikation dazu. Wir haben da oben im oberen Bereich der Anlage einen VNC-Server, welcher mit den verschiedenen HMIs in der Anlage kommuniziert. Zu diesem VNC-Server fügen wir jetzt eine TCP/IP-Kommunikation hinzu mit den entsprechenden Daten als Paketgröße nehmen wir 1526 Byte an. Der Burst beträgt 9256 Bytes. Und als Durchschnittsrate, die setzen wir mal höher an, nehmen wir 255.000 Bytes an. Im nächsten Schritt muss ich noch das Zielgerät auswählen. Das kann ich über die Suchfunktion zum Beispiel mir aussuchen. Ich wähle HMI und sehe alle HMIs in der Anlage gelb markiert und wähle mir hier das HMI MP377-01 als Datenflussziel aus. So, habe das dadurch übernommen und kann nun meinen ersten Datenfluss erstellen. Wenn ich auf die Lasche Datenflüsse wechsle und die Sortierung hier mal ändere, sehe ich auch ganz oben in diesem Fall Datenfluss 117, mein erstellter Datenfluss. Eine zweite Möglichkeit wäre, ein sogenanntes Template aus dem Katalog für Datenflüsse zu verwenden. Dies kann man über einfache Art und Weise erstellen, indem man hier das Icon Neue Datenflussvorlage erstellen auswählt, vergeben einen Namen. Als Version nennen wir sie 1.0. Ich könnte sie hier beschreiben. Als Kategorie verwenden wir mal VNC, Verbindung.
Für die Paketgröße nehmen wir wieder die 1526 Byte an. Der Burst ist in diesem Fall etwas größer, etwa 105.000 Bytes. Und die Durchschnittsrate liegt bei etwa 95.000 Bytes. Als Autor könnte ich mich selbst eingeben, myself, und als Firma nehmen wir die Siemens AG. Und kann dann diese Vorlage speichern und sehe hier im Katalog meine erstellte Datenvorlage, die ich nun jederzeit in allen zukünftigen Projekten wiederverwenden kann. Mit dieser Vorlage könnte ich nun zum Beispiel wieder meinen VNC-Server hier oben nehmen und die Vorlage mit Drag and Drop auf den Server ziehen, und wir werden alle vorhandenen Daten links vorausgefüllt mit meiner Quelle, mit meinem Datenfluss, und es ist noch das letzte Ziel drin. In diesem Fall suchen wir uns hier, wir schließen mal den Katalog, das zweite HMI hier in der Anlage, das -02, und verwenden dies als Datenflussziel und kann nun den zweiten Datenfluss erstellen, welcher auch hier unten in den Datenflüssen ersichtlich ist. Nun habe ich zu dem Projekt meine sogenannten Non-Real-Time-Daten TCP-IP-Kommunikation hinzugefügt und kann auf Basis dieser Daten, das heißt Kombination der Profinet-Daten und der TCP-IP-Daten, eine Analyse bzw. Simulation durchführen. Und nun sehe ich hier in der Informationsspalte eine Warnmeldung, dass es bei einem oder mehreren Ports die Auslastungsrate zu hoch ist. Wenn ich rüber in die Ergebnislasche wechsle, sehe ich auch den Port angezeigt. Wichtig ist hierbei nun, dass ich von den IRT-Datenflüssen auf IRT- und NRT-Datenflüsse wechsle, damit ich die korrekten Werte auch hier angezeigt bekomme. Wenn ich nun so einen Port auswähle, springt die Anzeige der Topologie direkt zu dem betroffenen Gerät, bei welchem die Portauslastung zu hoch ist. Nun kann ich mir darüber Gedanken machen, wie ich das Problem umgehe. In unserem Fall verwenden wir einfach anstelle dieses Linien-Switches, von welchem die Linie in die Anlage hineingeht, die ganze Kommunikation. Diese Verbindung trennen wir und anstattdessen verwenden wir den Scalens hier als unseren sogenannten Linien-Switch. Das heißt, ich verändere einfach die Topologie und kann im nächsten Schritt einfach hier eine neue Analyse durchführen. In der Information bekomme ich die Anzeige, dass alle Portauslastungen und Bandbreitenauslastungen unter den Schwellwerten liegen. Ich kann trotzdem zu den Ergebnissen wechseln und mir anzeigen lassen, wie nun die Auslastung der einzelnen Geräte hier in absteigender Reihenfolge sortiert aussieht. Für diese Simulation könnte ich mir nun einen Bericht erstellen und mir auswählen, welche Inhalte in diesem Bericht vorkommen sollen. Das heißt, wir behalten mal die Zusammenfassung, die Top 10, die Liste der Geräte, wählen mal die Liste der Warteschlangen, die kompletten Listen ab, wählen ein Verzeichnis aus. Okay. Und kann diesen Report entweder in PDF oder XML erstellen. Nun habe ich hier den Report im PDF-Format mit einer Übersichtsseite und dann entsprechend den ausgewählten Inhalten mit einer Zusammenfassung der Top 10 der jeweiligen Warteschlangenauslastungen, Bandbreitenauslastungen, die Liste aller Geräte und ganz am Schluss dann die Topologieübersicht.